Ja, liebe, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu der Remastered-Version von The Last of Us. Ja, ich habe mich tatsächlich doch gegen Let's Go Evoli entschieden, gegen Pokémon entschieden, weil mit Schwert und Schild demnächst zwei neue Editionen rauskommen. Und dachte mir, nach einer Empfehlung von der Freundin von mir, dachte ich mir, jo, machst du mal heute ein bisschen was an, machst du mal ein bisschen was anderes auf dem Kanal und bringst The Last of Us auf jeden Fall. Wir dürfen jetzt unsere Sprache wählen. Und das wird natürlich die deutsche Sprache sein. Und dann geht's los. Gut, die Hauptstory. Let's go. Ich bin gespannt, wie dieses Spiel wird. Sony Computer Entertainment Presents. A Naughty Dog Game. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, die ist. Was? Schön, aber. Ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein! Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh, gut. Dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also. Onkel Tommy? Oh. Was ist da passiert? Jetzt gehen wir auch endlich in die Story rein. Ja, was ist denn da los? The Last of Us. Das frage ich mich auch gerade, was da los ist. Daddy? Ich habe eine ganz ungute Vorahnung. Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Dann, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen. Was ist in der Nähe? Sofort alle hier wegbringen. Es tritt Gas aus.
Es scheint, dass die Soldaten hinter mir. Was war das? Oh, oh. Was zur Hölle ist da passiert? Dad? Irgendwas mit der Infektion, das haben wir noch mitbekommen. Dad! Was ist bloß los? Telefon. Acht Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Bin auf dem Weg. Sind wir hier? Wo ist er? Das frage ich mich auch gerade, wie gesagt. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Ich hab gerade ein bisschen selber ein bisschen... Das stimmt nicht mit Ihnen. Ich glaube, Sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Was für eine war das? Jimmy, komm her, komm her. Oh oh, ein bisschen ein paar Zombies. Du hast ihn erschossen. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Auf jeden Fall. Los. Los. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich habe da eine Ahnung. Komm, Scheiße. Da ist überall Blut. Das ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Könnt ihr bitte gehen? Jetzt ein paar Leute oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Wie geht's dir, Ines? Ganz gut. Ich habe immer noch keine Ahnung, was. Aber irgendwas mit der Infektion. Ich vermute, dass ein paar Zombies unterwegs sind. Hoffentlich. Stimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay. Was machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey, fahr vorbei, Stop. Tommy. Stop! Das wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Ja, wer weiß, ob das vielleicht sogar nicht so ganz...
Stau. Oh nein! Tommy, scheiße! Autsch! Gib einfach Gas. Wovor rennen die weg? Ah ne, sind. Oh nein. Wir können hier nicht anhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Fahr zurück. Hinter mir sind sie auch. Da, da, da. Festhalten. Fahr. Wow, wow, wow. Was für eine kranke Scheiße. Erstmal hier raus, erstmal. Steht mir nicht blöd im Weg herum. Scheiße, Alter. Da gehen wir da lang. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir tun, dass sie rauskommen. Zurück, es sind zu viele. Ups. Hier lang, durch die Gasse. Dann gehen wir hier weiter. Lass mich mal mit in Ruhe, Kollege. Dankeschön. Ja, wir sollten tun, ich so guck, dass wir rauskommen. Komm schon! Joel! Bewegung! Los zum Highway! Los! Du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Danke, Tommy! Wir treffen uns dort! Mach schnell! Ich vermute, dass wir hier runter müssen. Wir sind fast da. Dad? Mit der verlaufen. Bitte, meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Bitte was? Okay. Damit herzlich willkommen zurück zu Let's of Us. Nicht krank. Warte mal, ich muss mal kurz die Untertitel wieder anmachen. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Oh, oh. Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe.
Scheiße! Boah, Gott sei Dank. Das war wirklich mal. Sarah! Scheiße. Ich weiß. Hört zu mir, ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Schlechte Nachrichten und über schlechte Nachrichten. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines. Sarah. Kleines, tu mir das nicht an. Tu mir das nicht an. Weiter geht's dann in der nächsten Folge. Also, da jetzt ist die offizielle Abmoderation. Wie gesagt, wir sehen uns wirklich in der nächsten Folge wieder.